Es ist der dritte Tag des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Doch es scheint so zu sein, als kämen die russischen Truppen nicht so schnell voran, wie sie es eigentlich geplant haben. Offenbar ist der ukrainische Widerstand stärker als erwartet. Darüber möchte ich gleich mit Wladimir Klitschko sprechen, dem mehrfachen Boxweltmeister und Bruder des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko. Wir hoffen, dass die Schalte zustande kommen kann, denn offenbar gibt es aktuell auch gerade Bombenangriffe auf die ukrainische Hauptstadt. Jetzt wollen wir aber erstmal versuchen, Ihnen einen Überblick zu verschaffen über die Kampfhandlungen, die im Land stattfinden. Und wie immer in Kriegszeiten ist es besonders schwierig, die Angaben von den beiden Seiten, der russischen und der ukrainischen Seite, zu überprüfen. Wir müssen da besonders vorsichtig sein. Jedenfalls begann der Tag für die Ukrainer mit einer Videobotschaft ihres Präsidenten. Всем доброго ранку, українці. Guten Morgen an alle Ukrainer. Früh am Tag postet Volodymyr Zelensky dieses Video. Der ukrainische Präsident lässig auf einem Spaziergang durch seine Hauptstadt. Die Botschaft ist klar. Ich bin hier, die Waffen legen wir nicht nieder. Wir werden unser Land verteidigen. Am Vorabend hatte Zelensky vor einem Sturm auf die Hauptstadt Kiew gewarnt. Zumindest in dieser Nacht hat die Ukraine den Angriff überstanden. In den sozialen Medien macht dieses Video die Runde. Ukrainer, die mit bloßen Händen versuchen, russische Panzer aufzuhalten. Es soll aus dem Norden des Landes stammen. Verifizieren können wir es nicht. Die kleine Ukraine gegen die übermächtige russische Armee. Eigentlich ein ungleicher Kampf. Aber offenbar leistet die Ukraine deutlich mehr Widerstand als von Russland erwartet. Hier Aufnahmen eines zerstörten russischen Panzers, die das ukrainische Verteidigungsministerium veröffentlicht hat. Die Invasion scheint sich Russlands Präsident Putin einfacher vorgestellt zu haben. Zwar nehmen russische Truppen die Ukraine von drei Seiten in die Zange, die Raumgewinne scheinen aber nicht sehr groß. Und vor allem bleibt die Hauptstadt Kiew in ukrainischer Hand. Kiews Bürgermeister Klitschko hat die nächtliche Ausgangssperre verlängert. Sie gilt jetzt schon ab 17 Uhr und soll Sabotageakte russischer Spezialkräfte verhindern. Am Nachmittag wendet sich dann Präsident Zelensky wieder an seine Bürger und wechselt während der Rede vom Ukrainischen ins Russische, richtet sich also an das russische Volk. Je früher ihr eurer Regierung sagt, dass der Krieg sofort beendet werden muss, desto mehr von euren Leuten werden überleben. Und die Ukraine bekommt breite Unterstützung. Zahlreiche NATO-Staaten versorgen sie mit Waffen, erstmals auch Deutschland. Bundeskanzler Scholz kündigte am Abend an, dass die Bundesrepublik unter anderem 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 Flugabwehrraketen an die Ukraine liefert. Ich habe ja gerade schon beschrieben, wie unübersichtlich die Situation im Land zurzeit ist. Ich möchte aber mit einem Experten darüber sprechen. Es ist Professor Carlo Massala, Militärexperte, der aktuell an der Universität der Bundeswehr in München lehrt und uns jetzt live zugeschaltet ist. Professor Massala, guten Abend. Erstmal danke, dass Sie bei uns sind. Wie gesagt, viele Angaben sind schwierig zu überprüfen im Moment. Aber was können Sie denn über den russischen Vormarsch sagen? Möglicherweise auch die Bombenangriffe, die aktuell auf Kiew stattfinden. Und wie versucht sich die ukrainische Armee zu wehren? Schönen guten Abend, Frau Ini. Wie bereits in dem Bericht angedeutet, ich glaube, das sind mehrere Faktoren. Also zum einen hat wohl der russische Generalstab die Widerstandsfähigkeit und die Widerstandskraft der ukrainischen Armee ziemlich unterschätzt. Wir sehen, dass die Angriffe, die aus dem Norden und dem Osten kommen, große Probleme haben. Wir hören, und da muss man, wie Sie bereits gesagt haben, sehr vorsichtig sein, wir hören, dass es logistische Fehler gibt. Also es gibt Panzer, denen der Sprit ausgeht. Es gibt sozusagen Soldaten, die hungrig sind, weil die Feldküche nicht mitgeliefert wurde. All solche Sachen deuten darauf hin, dass hier sozusagen die Vorbereitung, die zwar wochenlang, monatelang dauerte, dann doch nicht optimal gelaufen ist. Gleichzeitig, dass der Widerstand der ukrainischen Armee massiv unterschätzt wurde. Und das ist sozusagen die Situation, wie sie sich am zweiten Tag des Krieges darstellt. Die Gefahr, die besteht, und das sehen wir heute Abend, ist, dass die Russische Föderation auf diese Lage mit verstärkten Bombardements aus der Luft reagieren wird. Deswegen ist die Frage sozusagen der Flugabwehr auch so eine zentrale, um den Russen die Oberhand über die Luft zu nehmen. Weil wenn die Russen sich entscheiden, sozusagen Städte, Infrastruktur
aus der Luft zu bombardieren, dann wird dieser Krieg in eine noch hässlichere Phase eintreten. Das steht zu befürchten. Das russische Verteidigungsministerium droht ja damit, den Vormarsch in alle Richtungen auszudehnen. Was sind denn Ihre Szenarien? Wie lange könnte dieser Krieg dauern und wie blutig könnte er werden? Also wie lange dieser Krieg dauern wird, das kann eigentlich keiner sagen. Ich persönlich glaube, dass wir nicht mit einem Krieg von Monaten oder Jahren zu tun haben werden, sondern dass wir es mit einer militärischen Auseinandersetzung von einigen Wochen zu tun haben werden, an deren Ende, und das klingt jetzt sehr banal, aber entweder zwei Szenarien stehen. Die Ukraine sozusagen muss aufgeben, weil die Übermacht der Russischen Föderation dann doch erdrückend ist. Oder allerdings, wir bekommen so eine Art Stellungskrieg, in den sozusagen die Russen nicht in der Lage sind, über bestimmte Stellungen hinaus weiter voranzuschreiten und die Ukrainer diese Stellungen halten. Und das könnte dann möglicherweise der Beginn von Friedensgesprächen in dieser Situation sein. Wir haben ja auch gerade die Videobotschaft des ukrainischen Präsidenten Selenskyj gesehen. Er zeigt sich ja jeden Tag sehr mutig. Er sagt, ich bleibe hier bis zuletzt. Welche Rolle spielt das denn auch für die Motivation der Streitkräfte? Das ist eine absolut zentrale Rolle. Also der Oberkommandierende der Streitkräfte sozusagen ist in der Stadt, richtet sich an seine Bevölkerung, richtet sich an die äußere Welt, also an die Außenwelt. Und sozusagen er verkörpert im Prinzip den Widerstandswillen dieser Ukrainer. Wenn er das Land verlassen sollte, ist zu erwarten, dass sozusagen dieser Widerstand relativ schnell zusammenbricht. Von daher seine Rolle ist absolut zentral. Jetzt haben wir ja auch gerade gehört, Deutschland hat nun angekündigt, doch Waffenlieferungen an die Ukraine zuzustimmen. Das geschieht dann über andere Länder, also indirekt. Gleichzeitig verstärkt Deutschland natürlich auch die Soldaten in den Ländern der sogenannten NATO-Ostflanke. Wie bewerten Sie denn die Haltung der deutschen Regierung in diesem Konflikt? Also die heutige Entscheidung, sozusagen Waffenlieferungen zuzustimmen über Drittstaaten, ist ein paradigmatischer Wechsel in der deutschen Exportpolitik mit Blick auf die Ukraine. Bislang lautete ja das Argument, man liefert keine Waffen in Konfliktgebiete, und da hat sich Deutschland auch lange Zeit dagegen gestemmt, sozusagen gegen den Druck der NATO-Verbündeten, das doch zu tun. Dieser Widerstand ist heute jetzt aufgegeben worden, und ich glaube, was man bewerten muss, ist gar nicht mal so sehr die Effektivität der Waffen, die geliefert werden, wobei, wie gesagt, also Flugabwehrraketen sind schon sehr zentral in dieser Auseinandersetzung, sondern ganz einfach, dass die Bundesrepublik Deutschland hier eine Position, die höchst problematisch, moralisch höchst problematisch und realpolitisch höchst problematisch war, jetzt geräumt hat. Und die Sie dementsprechend begrüßen, diesen Paradigmenwechsel. Danke, Professor Kalu Masada, für diese Einschätzung live aus München. Das Stichwort war der Paradigmenwechsel. Deshalb wollen wir auch mit unserem Korrespondenten Stefan Stuchlik im Hauptstadtstudio darüber sprechen. Es ist ja doch eine entscheidende Wendung jetzt in der Haltung der deutschen Bundesregierung in der Frage der Waffenlieferungen. Stefan Stuchlik, was wissen Sie da? Was ging da hinter den Türen ab, dass diese Haltung so drastisch verändert wurde? Nun, wir reden zum ersten Mal von direkten Waffenlieferungen. So etwas hat es seit dem Zweiten Weltkrieg, zumindest seit Bestehen der Bundeswehr, nicht gegeben. Die Bundesregierung liefert also 1000 Panzerfäuste vom Typ 3. Das sind Nahkampfwaffen. Man muss sich vorstellen, da muss man wirklich auf 250 bis 300 Meter an den Panzer hin. Und dann diese schultergestützten Boden-Luftraketen. Das ist wirklich eine historische Entscheidung. Aber wir hören, dass die Bundesregierung von mehreren Alliierten, von den Partnern geradezu dazu gedrängt werden musste. Man muss sich vorstellen, die niederländische Regierung hat heute angeklopft und hat gesagt, wir wollen gerne an die Ukraine Panzerfäuste liefern. Die müssen das bei der Bundesregierung nachfragen. Es gibt die Endverbleibsklausel, weil diese Waffen ursprünglich aus Deutschland stammten. Und das hätte doch sehr seltsam ausgesehen, wenn die Bundesregierung dem zugestimmt hätte, aber eigene Waffenlieferungen weiter verweigert hätte. In diesem Zuge hat man auch die Exporte der Panzerhaubitzen von Estland in die Ukraine genehmigt. Endlich werden viele sagen, also es ist ein historischer Tag, aber er kam unter Druck zustande. Man sieht das eben auch bei den Diskussionen um SWIFT. Die Bundesregierung ist eingeschränkt in ihrer eigenen Entscheidungsfähigkeit. Sie reagiert auf Druck. SWIFT nur noch zur Erklärung, das ist der Ausstieg Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem oder zumindest Teilen Russlands. Danke, Stefan Stuchlik, für diese Einschätzung live aus Berlin. Der Krieg in der Ukraine
Was wir jetzt wissen, ist, er hat auf jeden Fall schon verheerende Folgen. Wie viele Menschen ihm zum Opfer gefallen sind, das lässt sich aktuell nicht sicher beziffern. Und gleichzeitig auch die Zahl der Menschen, die vor diesem Krieg fliehen. Sie gehen in die Hunderttausenden. Die Vereinten Nationen gehen aktuell davon aus, dass bislang 150.000 Menschen die Grenze nach Westen schon überqueren konnten. Die Hälfte davon die Grenze nach Polen. Medyka ist einer von 8 Grenzübergängen zwischen Polen und der Ukraine. Am Tag 3 des Krieges hat sich die Zahl der Schutzsuchenden, die es rüberschaffen, bereits verdoppelt. Sie kommen, fast alle zu Fuß, hungrig, durstig, schwach, Frauen, Kinder, ältere Menschen. Und was sie uns erzählen, gibt einen Eindruck von der Situation auf der ukrainischen Seite. Eine elegante Frau fällt uns auf, die ständig aufs Handy starrt. Sie arbeitet in Polen, aber ihre 16-jährige Tochter hängt jetzt auf der ukrainischen Seite fest. Sie ist alleine, ohne Eltern. Das sind Kinder und sie durften nicht in den Bus nach Polen einsteigen. Und jetzt sagen sie, dass sie sich in eine andere Schlange stellen sollen und 2 Tage da stehen bleiben sollen. Und sie haben kein Wasser und nichts dabei. Das ist das Chaos, in dem ihre Tochter auf der ukrainischen Seite steht. Sie sind 30 Kilometer zu Fuß zur Grenze gelaufen und unsere Leute lassen sie nicht durch. Nicht die Polen, sondern unsere lassen die Kinder nicht weiter. Kinder. In 1-2 Stunden, sie ist ja alleine, werde ich keine Verbindung mehr zu ihr haben. Unserem Gespräch haben die Brosigs zugehört. Sie sind aus Dortmund angereist. Seit fast einem Tag stehen sie hier und warten auf die Schwiegereltern auf der ukrainischen Seite. Auf unserer Grenze arbeiten nur 5 Militären und 2 arbeiten mit Papieren. Die machen Grenze zu. Diese ganze Nacht war Grenze von unserer Seite seit 1 Uhr Nacht zu bis heute Morgen früh. Es ist kilometerlange Schlange dort auf der anderen Seite. Wir sehen hier die Autos nicht kommen. Ich verstehe nicht, hier ist eine 6-spurige Straße gefühlt. Es ist so ein bisschen schwer zu verstehen. Frage, warum ukrainische Seite öffnet nicht Grenze? Warum können Leute nicht einfach so kommen? Bei allen hier fahren die Gefühle ständig Berg und Tal. Ich kann nicht mit Wörtern das beschreiben. Meine Familie, alle Verwandte, Freunde da, alle sind da. Alle sind in Kiew und ich, nur meine Eltern fahren hier. Alle sind da geblieben und Freunde, so Verwandte sind stark, aber Freundinnen schreiben sehr schlimme Sachen. Gestern eine Freundin hat geschrieben, Marina, ich möchte noch ein bisschen leben. Es sind erschütternde Berichte, die wir jetzt hier hören. Es sind viele Menschen deshalb auf der Flucht. Einige bleiben aber auch in der Ukraine. Ich bin jetzt mit einem verbunden, dem Deutsch-Iraner Ario Degani. Er hat lange Zeit in Kiew gelebt und ist jetzt vor kurzem, bevor der Krieg losging, in ein Dorf in der Nähe von Kiew gezogen. Vielen Dank, dass Sie heute Abend live für uns hier schalten können. Wir hören ja von Bombenangriffen auf die Hauptstadt Kiew. Was erleben Sie im Moment bei sich? Wie ist die Situation vor Ort? Ich grüße Sie, Frau Eni. Die Situation ist erschreckend. Krieg ist ausgebrochen. Wir sind in einem kleinen Dorf, 5 Kilometer südlich von Kiew. Das Dorf ist sehr beschaulich. Die Leute sind sehr anständige Leute. Man kennt sich. Wir haben hier soziale Projekte für Jugendliche, die wir aufbauen, und wir kriegen sehr viel Unterstützung. Vor dem Krieg haben wir das bekommen von den Leuten hier. Und im Moment ist es sehr erschreckend. Auf der anderen Seite, man fühlt auch sehr viel kollektive Identität bei den Leuten. Man hilft sich, man lässt alle Hüllen fallen. Also man ist sehr verbunden innerlich mit den Leuten hier, unterstützt sich, jeder bekommt etwas vom anderen und gibt was zurück. Wir selbst sind jetzt in unser Haus gezogen letzte Woche und haben uns natürlich gefreut, vor dem Krieg das zu erleben. Aber mittlerweile sind wir mehr in dem Modus, dass wir Leuten helfen. Wir haben 10 Leute hier und mit uns zusammen, mit unserer Familie und eine Katze. Und hatten auch eine junge Familie vorher hier, waren 13 Leute. Die mussten aber fliehen, weil sie die Bombardierung nicht mehr ausgehalten haben und die Nerven nicht dazu hatten, weiter hier zu bleiben. Ja, das ist die Lage im Moment. Ich sitze gerade an einer Ecke unseres Hauses im 1. Stock. Wir haben nur indirektes Licht, weil wir gesagt bekommen haben, keine Lichter anzumachen.
Und es ist Tag 3 des Krieges für uns. So hart es klingt, man gewöhnt sich dran. Die Angst ist weniger. Aber trotzdem ist es sehr erschreckend, was man hört, auch von Freunden. Und man versucht zu helfen, um in Verbindung zu bleiben. Herr Degani, Sie haben ja auch 2 Kinder. Die sind 4 und 6 Jahre alt. Wie viel bekommen die denn von der Situation mit? Beziehungsweise wie erklären Sie Kindern in diesem Alter, Ihren Kindern, was da gerade passiert, was Krieg eigentlich bedeutet? Also wir haben uns in der Familie und mit unseren Freunden, die bei uns dann Zuflucht gefunden haben, gleich darauf verständigt, vor den Kindern nicht zu detailliert darüber zu sprechen, auch nicht Videos anzuschauen, wo Soldaten getötet werden, Schreie oder irgendetwas Ähnliches. Wir werden natürlich gefragt, wir haben den Kindern auch erklärt, warum wir die Scheiben abkleben mit großem Tesaband, warum wir immer im Dunkeln hin und her laufen, warum wir immer aufpassen müssen und wenn wir dieses dumpfe Geräusch hören der Bombardierung, warum wir in den Keller gehen. Die Kinder nehmen das sehr spielerisch wahr, die sind eigentlich sehr ausgelassen. Ich würde nicht sagen, dass sie ängstlich sind. Sie lachen viel, wir auch selbst versuchen viel zu lachen. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben, meine Frau gestern, als die Bombenangriffe ein bisschen näher zu uns gerückt sind und wir gespürt haben, das wird jetzt näher, hat sie sich über unseren Sohn geworfen, aber sehr langsam, jetzt nicht so panisch. Und unser Sohn meinte dann 5 Minuten später, Mama, warum hast du nicht meine Beine auch abgedeckt? Dann wären ja meine Beine verletzt worden und dann haben wir alle sehr herzlich gelacht. Also man versucht so ein bisschen das Beste draus zu machen. Die Moral ist sehr gut und bei uns hier in dem Haus, auch in dem Dorf. Und wir versuchen einfach zueinander zu stehen, uns gegenseitig zu unterstützen und in dieser Lage miteinander durchzukommen. Ich verstehe Sie also richtig, die Moral ist gut. Sie haben gesagt, andere Familien verlassen das Land, aber Sie wollen offensichtlich erstmal bleiben. Wir wollen erstmal bleiben. Es gibt auch viele andere, die geblieben sind. Es war sehr unklar am Anfang, wenn man flieht in dem Land, wo russische Truppen sein werden. Man wusste ja nicht, was passieren wird. Und wir haben uns entschieden, hier zu bleiben, weil auch das Leid der Bevölkerung sichtbar ist. Und man kann da einfach nicht den Rücken kehren und einfach weglaufen, wenn man das sieht. Weil es gibt im Leben immer Momente, wo man sich danach immer fragen muss, war das richtig, was du getan hast? Kannst du dich im Spiegel noch anschauen? Und dieser Moment ist jetzt. Und ich würde auch gerne die starken Gemeinschaft bitten, jetzt aufzustehen und alles daran zu setzen, dass wenn wir so einen Aggressor haben, egal wer das ist, und ich möchte keine einzelne Person verurteilen, aber wenn wir einen Aggressor haben, der so einen Krieg, so viel Leid auf Menschen herabregnen lässt, dann sollten wir alle aufstehen und alles dafür tun, dass dieser Aggressor gestoppt wird. Mit allen Mitteln, die wir zur Verfügung haben, die wir wollen und können. Und jeder kann mithelfen auf seine Art und Weise. Danke, Herr Degani, erstens für Ihre Einschätzung, für Ihre Schilderungen, aber auch für diesen eindringlichen Appell am Ende. Passen Sie auf sich und Ihre Familie auf. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, Frau Ine. Sie haben es ja gerade gehört, jeder kann auf seine Weise helfen. Hier in Deutschland zum Beispiel können wir spenden. Es gibt jetzt ein Spendenkonto des Bündnis Entwicklung hilft und der Aktion Deutschland hilft. Sie können beim Stichwort ARD Nothilfe Ukraine Spendenkonto DE 53 200 400 600 200 400 600 spenden oder online unter spendenkonto-nothilfe.de. Ja, wir haben gerade diese sehr bewegenden Schilderungen aus der Ukraine gehört. Ich möchte jetzt noch mal den Blick auf die russische Seite wenden mit unserem Kollegen Demjan von Osten. Er ist uns live in Moskau zugeschaltet. Demjan, was bekommen denn die Menschen in Russland davon mit, was in der Ukraine gerade passiert? Dieses große Leid, das über das Land gebracht wird. Was merken die normalen Russen in Anführungszeichen davon? Tatsächlich merken sie fast nichts davon. Und das hat damit zu tun, wie die russische Regierung und auch die russischen Staatsmedien darüber berichten, nämlich völlig anders. Also man sitzt hier manchmal vor dem Fernseher und denkt, sind wir in einem völlig anderen Film. Denn hier ist die Erzählung, es ist nur eine Sondermilitäroperation. Es wird geleugnet, dass irgendwelche russischen Soldaten gestorben seien. Es wird auch geleugnet, dass überhaupt Kämpfe in Kiew stattfinden. Ich habe heute mit vielen Menschen auf der Straße gesprochen und bin dann ins Gespräch gekommen mit einer älteren Dame. Ich habe ihr gesagt, ja, wie finden Sie das eigentlich, dass jetzt in Kiew Straßenkämpfe stattfinden? Und sie unterbricht mich und sagt, es wird in Kiew nicht gekämpft.
Und das ist das, was einen hier immer wieder erstaunt in diesem Land, dass die staatliche Propaganda auch in diesem Jahrhundert noch so gut funktioniert. Das ist anders bei den jüngeren Menschen, diejenigen, die soziale Netzwerke nutzen, wie Facebook, Instagram. Da ist die große Gefahr, dass solche Bilder dann auch die Bevölkerung erreichen. Und was heute passiert, ist, dass Facebook hier verlangsamt wird, sodass Bilder nicht mehr zu sehen sind. Und was auch passiert ist, dass ein Aufruf von der Behörde für Telekommunikation gerichtet wurde an die wenigen verbliebenen unabhängigen Medien mit der Aufforderung, das Wort Krieg oder Einmarsch im Zusammenhang mit der Ukraine nicht mehr zu verwenden und entsprechende Artikel zu löschen. Ja, das ist eine sehr bizarre Situation, die Sie da beschreiben. Trotzdem gibt es ja Russen, die auch ihre Stimme erheben. Zum Beispiel, es gibt einen offenen Brief von fast 400 russischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die Protest gegen die, Zitat, von den Streitkräften unseres Landes begonnenen kriegerischen Handlungen auf dem Territorium der Ukraine erheben. Wie bewerten Sie das? Ja, ich denke, das ist so eine Art fast tickende Zeitbombe hier, weil natürlich diese Informationen sich nicht vollständig zurückhalten lassen. Die gebildete Schicht, die sich informiert, auch über internationale Quellen, die man ja auch über andere Wege noch erhalten kann, die weiß natürlich Bescheid, was passiert und sie wird zunehmend lauter. Es gibt entsprechende Aufrufe, nicht nur von Wissenschaftlern, sondern von vielen Berufsgruppen. Das ist im Moment eine kleine Minderheit, aber wenn es der russischen Führung wird es auf Dauer nicht gelingen, diese Informationen der großen Öffentlichkeit vorzuenthalten. Und spätestens dann, wenn Bilder auftauchen von getöteten Soldaten oder wenn Särge mit getöteten Soldaten zurück ankommen in Russland, dann werden hier ganz viele Fragen gestellt werden. Und das wird dann auch nicht mehr sich alles unter dem Deckmantel halten lassen. Danke, Demian von Osten, live aus Moskau, für diesen russischen Blick auf die Situation. Ja, weltweit gibt es sehr, sehr große Solidarität mit der Ukraine. Auch in Deutschland fanden heute in mehreren Städten Kundgebungen statt, um gegen den Krieg, gegen die Ukraine zu protestieren. Vor allem die Menschen mit ukrainischem Migrationshintergrund hier bei uns im Land, die blicken natürlich mit besonders gemischten Gefühlen auf das, was in ihrem Land passiert. Einige wollen ganz konkret anpacken und bereiten sich jetzt auch auf die Aufnahme von Flüchtlingen vor hier in Deutschland. Die ersten sind heute im Land angekommen. Es sind Bilder wie diese, die sie zur Flucht treiben. Kolja und seine Familie wollten eigentlich nur bis in die Westukraine. Aber sicher waren sie da nicht. Heute Morgen wurde ein Wohnblock in Sichtweite bombardiert. Da wussten sie, sie müssen weiter über die Grenze. Wir haben 10 Stunden an der Grenze gewartet, hatten Angst, dass die Männer nicht durchgelassen werden. Aber wir haben es gerade noch so geschafft. Sie gehören zu den 120 Ukrainern, die heute in Berlin-Reinickendorf ankommen. Manche sind mit dem Auto, manche mit dem Zug gekommen. Oder sie wurden mitgenommen von spontanen Helfern, die über soziale Medien von der Not der Flüchtlinge an der polnischen Grenze erfahren haben, wie Stefan Steinmetz. Vielen fehlt auch das Geld für einen Bus oder ein Bahnticket, weil es trotzdem, auch wenn es für uns günstig ist, für die Menschen immer noch teuer ist. Dann haben wir gesagt, ja komm, dann nehmen wir das Auto und fahren runter. Haben jemanden, der aus nach Berlin will mit seiner Frau, dann angeschrieben und haben gesagt, okay, dann holen wir dich ab. Auch hier in Köln bereitet man sich auf die Ankunft der ersten Flüchtlinge vor. In der provisorischen Schaltzentrale des deutsch-ukrainischen Vereins Blau-Gelbes Kreuz schreiben sie Mails, telefonieren, organisieren. Das sind dann die Matratzen. Das sind die Isomatten. Die Arbeit, sie lenkt sie auch ab. Alle hier haben Angehörige in der Ukraine. Viele leben dort, wo es aktuell gefährlich ist. Auch die Familie von Oksana Kall. Ihr Vater weigere sich, sein Land zu verlassen. Und das macht sie fertig. Ich diskutiere mit ihm sehr lange, dass ich den gerne noch lebend sehen möchte. Ich habe mich gestern schon quasi verabschiedet, weil ich nicht weiß, ob ich die noch sehe. Und ganz Europa und Westen steht da und guckt zu, wie die Menschen getötet werden. Sie fühlen sich von der EU, von Deutschland im Stich gelassen und sehen, wie trotzdem viele Ukrainer kämpfen wollen. Von Köln aus versuchen die Vereinsmitglieder zu helfen, planen in Kürze einen Hilfstransport Richtung Ukraine zu schicken. Also wir alle stehen hier unter Adrenalinschock, erstmal kann man so sagen. Und da schöpfen wir unsere Kraft. Ab 4 Uhr wird nicht mehr geschlafen. Man kann. Man kann nicht mehr schlafen.
Hier in Berlin müssen sie erstmal zur Ruhe kommen. Viele von ihnen wissen noch nicht, wo sie jetzt eine Bleibe finden und ob sie überhaupt ihre Heimat wiedersehen. Schon gar nicht. Ja, leider hat es mit dem angekündigten Interview mit Wladimir Klitschko in Kiew nicht geklappt. Wir hoffen natürlich, dass er und auch alle anderen Bewohner der Stadt diese Luftangriffe, die im Moment gerade passieren, in ihren Luftschutzbunkern gut überstehen werden. Das war unser Brennpunkt für heute. Es geht jetzt hier weiter mit dem Spielfilm. Wir halten Sie aber natürlich auf dem Laufenden über alle aktuellen Entwicklungen bei tagesschau.de und später am Abend auch in den Tagesthemen. Vielen Dank für Ihr Interesse.